Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge meines Podcasts rund um die Themen Häkeln und Stricken und meine Strickschule hier in Wiesbaden. Ich bin Kiko und heute ist der 16. März 2020. Heute habe ich zwei relativ alte Sachen an. Das Tuch, was ich anhabe, habe ich die Wolle und die Anleitung bei einem der ersten Kreativmärkte oder Wollfeste oder was immer das war, damals zusammen gekauft. Das sollte zusammen passen. Die Anleitung heißt Magic Star von Birgit Freier und das Garn ist von der Firma Citron, die Filigran. Wenn ich mich recht entsinne, ist das eine reine Wolle und ich glaube, das war auch somit das erste Mal, dass ich ein Lace Garn gestrickt habe. Und ein Strang von der Wolle sollte genau reichen, um dieses Tuch zu stricken. Das ist so ein halbrundes Tuch. Der Anfang ist ganz schlicht, glatt rechts mit Zunahmen und dann kommt dieses tolle Lochmuster dazu und dann kommen unten diese riesen dramatischen Zacken. Das ist das, was mir damals so gut gefallen hat und ich dachte, super. Und ein Strang Wolle, das ist überschaubar und klingt total gut. Und dann habe ich losgelegt und habe gestrickt und diese Zacken werden alle einzeln gestrickt. Das heißt, man strickt dann erst die erste Zacke und dann die zweite Zacke und nach der zweiten Zacke war mein Knäuel zu Ende. Keine Ahnung, was da schiefgegangen ist. Ich habe, weiß nicht, ob ich eine zu große Nadel genommen habe. Ich stricke ja normalerweise nicht locker, sondern recht fest. Nehme deshalb aber manchmal eine größere Nadel, damit es eben ein bisschen lockerer wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall saß ich dann da und hatte zwei Zacken und noch ganz viele Maschen auf der Nadel und musste dann erstmal im Internet suchen und war dann ganz froh, dass ich noch einen Strang gekriegt habe. Die Partie hat zwar nicht gestimmt, aber das fällt überhaupt nicht auf. Die Wolle ist sowieso sowas von bunt. Das war jetzt nicht schlimm. Allerdings habe ich dann, ich glaube, 4/5 oder so von dem Knäuel noch übrig gehabt, weil ich ja nur noch irgendwie 7 Zacken stricken musste. Und das war an sich alles nicht viel Wolle. Das war in dem Punkt damals nicht ganz so berauschend und toll gelungen, wie es eigentlich geplant war. Aber egal, das Tuch ist wunderschön, das Muster ist toll. Ich finde, das kommt auch ganz gut raus, trotzdem die Wolle so bunt ist. Und sie ist auf jeden Fall auch super schön weich und angenehm zu tragen. Und irgendwann mache ich vielleicht sogar noch was mit dem Rest, den ich da übrig behalten habe. Ja, das ist das Tuch. Und der Pullover, den ich anhab, das ist ein Häkelpulli, den ich aus einzelnen Motiven gehäkelt habe. Und ich glaube, das war das erste Projekt, wo ich Motive gleich aneinander gehäkelt habe. Also die Anleitung hat gesagt, man soll ein Motiv häkeln und dann ab dem zweiten Motiv sollte man in der letzten Runde die Motive gleich aneinander häkeln. Und da stand zwar, dass man das machen soll, aber da stand nicht, wie das geht. Und dann habe ich erstmal eine Weile rumgerätselt, bis ich das dann irgendwann rausgekriegt habe. Und dann war ich auch ganz glücklich, dass ich wusste, wie das geht. Und dann war das so, dass man wirklich jedes Motiv, was man hier so sieht mit diesen 4 Blättern, also jedes Motiv wird einzeln angefangen, wird dann an die anderen angehäkelt und der Faden wird abgeschnitten. Und dann jedes von diesen runden Motiven wird dann nochmal extra von außen nach innen gehäkelt. Also kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Fäden ich an diesem Ding zu vernähen hatte. 2 für jedes große Motiv, 2 für jedes kleine Motiv. Also gefühlt habe ich da genauso lange Fäden vernäht wie dran gehäkelt. Aber nichtsdestotrotz mag ich den Pulli sehr gerne. Die Teile sind alle ganz gerade gearbeitet, auch wenn die Ärmel so ein bisschen glockig aussehen. Aber eigentlich ist es ganz gerade geschnitten, weil einfach eben diese Quadrate aneinander gearbeitet sind. Da ist nirgends eine Formgebung drin. Vorder- und Rückteil sind ganz gerade gearbeitet, gerade Kante unten. Und ja, aber fällt schön. Es ist eine Mikrofaser, die ich damals genommen habe. Die Anleitung hat zwar Baumwolle gesagt, aber ich wollte damals lieber diese Mikrofaser haben, weil ich Angst hatte, dass die Baumwolle zu schwer wird und sich aushängt. Und ich finde, das hat also die Zeit ganz gut mitgemacht. Ich glaube, der ist ungefähr 15 Jahre alt. Das ist schon für einen Häkelpulli gar nicht schlecht. Aber ich denke, den kann ich auch bestimmt noch die nächsten 15 Jahre tragen. Ja, das sind also meine Klamotten, die ich anhab, meine alten Sachen. Jetzt zu den neuen Sachen. Ich habe heute 3 fertige Projekte, die ich euch zeigen will, die ich in der letzten Woche fertig gekriegt habe. Als erstes zeige ich euch die Stulpen. Das war auch das erste, was ich in der Woche fertig gemacht habe. Da hatte ich ja so ein bisschen gekämpft, weil die Wolle so dunkel ist und man das dann immer nicht so gut sieht. Und dann dachte ich, aber jetzt muss ich einfach mal sehen, dass es fertig wird. Die Anleitung ist ganz einfach. Irgendwann schreibe ich sie nochmal auf. Und
ja, da ist jetzt ein Geschenk fertig, das kann dann weitergereicht werden. Das sind die, ach so, ganz kurz noch, ein Faden Alpaka Lace Garn von Hansa Farm und ein Faden Mohair Seide auch von Hansa Farm, doppelt genommen. Und super schön weich, kuschelig und ganz schlicht gleichzeitig dadurch, dass die Fäden beide die gleiche Farbe haben. So, das nächste fertige Projekt sind meine Wolldackelsocken. Das sind die orangenen Socken, die ich als Schlauch gestrickt hatte. Ich habe die grauen Teile kraus gestrickt nach dem Bündchen, einfach nur so aus Spaß. Und habe dann eine nachträgliche Ferse eingestrickt. Die Fußsohle habe ich dann glatt gestrickt. Da sieht man so ein bisschen den Unterschied zwischen dem glatten und dem krausen. Das finde ich ganz interessant. Und ja, die erste nachträgliche Ferse hatte ich ja schon eingestrickt. Und ich hatte euch gesagt, ich mache die zweite erst, wenn ich das vor der Kamera hinkriege. Und da habe ich mich gestern hingesetzt und habe das tatsächlich gemacht. Das heißt, es gibt jetzt ein kleines Video, das zeigt, wie man die Maschen aufnimmt und den Kontrastfaden raustrennt. Dann gibt es ein kleines Video, wie man hier die Abnahmen strickt, wie man die Ferse strickt, beziehungsweise die Spitze. Man kann das ja auch als Spitze theoretisch stricken, wenn man es vorne an der Socke macht. Und dann habe ich noch ein kleines Video gemacht, wie man die Maschen im Maschenstich zusammennäht. Und diese Videos werden jetzt auch demnächst dann veröffentlicht werden. Da weiß ich noch nicht genau, wie und wann wir das machen. Aber mein Mann ist da ganz fleißig dabei, die Videos fertigzustellen. Und ja, dann sollten die bald erscheinen. Und die Socken sind fertig. Und das letzte fertige Projekt, was ich heute dabei habe, ist mein Häkelquadrat. Ich habe die letzten zwei Reihen drauf gehäkelt. Und zwar habe ich das Dunkelgrau-Glitzer im Muster gehäkelt, also auch wieder mit diesen Dreiergrüppchen. Aber die letzte Reihe, das Schwarzglitzer, da habe ich einfach auf jede Masche ein Stäbchen gehäkelt, also ganz gerade nebeneinander. Und der Grund, weshalb ich nicht im Muster geblieben bin, ist, dass ich jetzt tatsächlich Knöpfe angenäht habe. Und das sind meine Knöpfe. Die glitzern auch und sind auch viereckig. Und dadurch denke ich hervorragend für dieses Stück geeignet. Aber da die relativ klein sind und ich auch nicht so große Knöpfe dran machen wollte, habe ich mir gedacht, das wird mit diesen Lücken zwischen den Gruppen, die werden zu groß sein, da wird der Knopf rausspringen. Und deshalb habe ich jetzt die Stäbchen so nebeneinander gemacht und da kann ich das einfach zwischen die Stäbchen durchstecken, die Knöpfe. Und jetzt zeige ich euch, was die Knöpfe da machen. Und zwar habe ich an der Seite drei Knöpfe, habe dann das Quadrat so halbiert. Diese Seite ist offen und an der Seite habe ich wieder drei Knöpfe und sozusagen die Hälfte der Seite zusammengeknöpft. Und jetzt kann ich das mir einfach so umhängen und kann an den Stellen oberhalb der Knöpfe das wie so als Armloch benutzen, meine Arme da durchstecken und dann habe ich eine kleine Weste oder Jäckchen oder wie auch immer man das nennen will. Und dann sieht man auf dem Rücken aber schön die ganzen Farben, die in dem Quadrat stecken. Und dann kann ich das auch noch ein bisschen hochziehen, wenn ich möchte. Und wenn ich das dann hier umschlage, habe ich dann hier oben wie so einen kleinen Kragen. Und dann sitzt die Jacke ein bisschen kürzer. Aber die Farben sind eigentlich immer noch super schön zu sehen. Und damit ist das fertig. Und wenn ich das dann nicht als Jäckchen tragen will und die Knöpfe aufmache, dann habe ich entweder die Wahl, ob ich es auf den Tisch lege als Tischdecke oder aber auch ich kann es dann halbieren und als Dreieckstuch tragen oder kann es mir einfach so um den Hals legen als Schal. Also da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten und um mir eben diese Möglichkeiten offen zu halten, habe ich dann mit Knöpfen gearbeitet, anstatt die Seiten zuzunähen. Das kann man ja auch machen, dass man einfach ein Quadrat macht und dann an zwei Seiten das ein Stück zunäht. Dann hat man eben permanent so ein Jäckchen, was man so anziehen kann. Das kann man dann auch theoretisch ineinander stülpen und als doppelten Poncho tragen. Das müsste ich nochmal ausprobieren. Aber nicht jetzt, weil ich jetzt gerade dabei bin, die Knöpfe aufzumachen. Weil ich nämlich zeigen wollte, wenn ich das dann offen habe, dann kann ich zum Beispiel eine Ecke einschlagen und kann das dann so als Dreieckstuch auch nochmal umhängen. Genau. Und dann habe ich viele Möglichkeiten, diese bunten Farben mit mir rumzutragen. Ja, also, das ist mein wunderschönes, buntes
Catania-Quadrat. So, dann kommt das zur Seite. Dann schlinge ich mir das nochmal so ein bisschen um zum Wärmen, auch wenn heute ja eigentlich ein sehr schöner Tag ist. Und dann geht es weiter mit meinen Projekten in Arbeit. Da fange ich wie immer mit den Socken an und ich habe den zweiten Kniestrumpf des zweiten Paares angefangen. Ich habe euch ja letztes Mal das erste Paar Kniestrümpfe gezeigt, die ich gestrickt habe mit so einem Pinkton. Und das ist das zweite Paar. Die haben an der Ferse und Spitze die gleiche Farbe wie das andere Paar, aber als Hauptfarbe eben dieses Blau-Gelb. Und das auf dem Knäuel so aussieht. Und da habe ich jetzt den zweiten angefangen und bin aber noch ziemlich am Anfang. Aber ja, Hauptsache der Anfang ist gemacht und dann kann ich da weiter stricken. Am Bündchen wird eben dieses Bunte wieder doppelt genommen. Und dann, wenn der Bund fertig ist, dann, also wenn ich dann zu dem glatt rechts Teil komme, dann kommt wieder der graue Faden dazu. Dann kommen die Abnahmen und dann die Ferse eben wieder mit den beiden grauen Fäden und so weiter. Ja, da werde ich jetzt einfach ein bisschen vor mich hin stricken, immer mal, wenn ich Lust und Laune habe und was Einfaches für nebenbei brauche. Das nächste Paar Socken sind die Rock Solid Socks, die ich im Rahmen des Lots of Socks Knit-Along stricke. Die müssen jetzt ganz bald fertig werden. Das war die erste Socke und das ist die zweite Socke. Beide haben hinten diesen coolen Streifen. Die Farbfolge ist umgedreht. Beide haben diese witzige Ferse. Und da habe ich jetzt gerade mit dem Pink angefangen. Das heißt, mir fehlt jetzt nur noch dieses Stückchen. Und das ist auch ganz gut, dass da nicht mehr fehlt, weil am Samstag ist der 21. März. Da ist Welt-Down-Syndrom-Tag. Und da werde ich diese Socken tragen. Und ich werde auch ein Foto machen von den Socken an meinen Füßen und werde das bei Instagram einstellen. Also wer Lust hat, da zu gucken, kann dem Hashtag Lots of Socks Knitalong folgen oder auch dem Hashtag Rock Solid Socks. Das werde ich alles mit reinschreiben. Und dann, oder ihr folgt mir auf Instagram, wie ihr wollt. Dann könnt ihr diese Socken auch an meinen Füßen sehen. Ich plane, offene Birkenstockschuhe zu tragen, damit man die Socken auch richtig schön sieht. Und hoffe inständig, dass es nicht regnen wird. Ansonsten ziehe ich dann hier drin die Birkenstock-Schuhe an. Das wird schon irgendwie klappen. Genau, Rock Solid Socks. Neonfarben von Opal. Tolle Anleitung, tolle Wolle. Ganz viel Spaß. Ja, Rock Solid Socks. Dann das nächste Paar Socken. Das sind meine Baumwollsocken nach meiner Anleitung Renate. Da war ja eine Socke fertig. Und die zweite Socke ist nicht sehr viel gewachsen. Da kann ich mich dann vielleicht wieder ein bisschen mehr drauf konzentrieren, wenn die Rock Solid Socken fertig sind. Aber das ist ja bei mir immer so ein bisschen Lust und Laune, welches Projekt mehr Beachtung findet und welches weniger. Und das vierte Paar Socken, was in Arbeit ist, das ist diese Shorty Socke aus dem Opal-Abo, was aber zu der Serie Comedy gehört. Und da hatte ich ja angefangen mit dem Umklappbund. Ich habe jetzt eine kontrastfarbene Ferse reingestrickt, einfach das Jeansblau von Opal und dann habe ich nach der Ferse diese verkürzten Reihen gestrickt. Das heißt, ich habe hier nach der Ferse nicht direkt zur Runde geschlossen, dann würde das hier oben auch so ein bisschen mehr so aussehen, das wird ja dann immer so ein bisschen geknickt, sondern ich habe immer hin und her gestrickt und dadurch durch dieses Hin- und Herstricken bleibt die Öffnung so ein bisschen waagerechter und offener. Und ich hoffe, dass das wirklich dazu führt, dass wenn man die Socken anhat, dass die hinten nicht runterrutschen, obwohl sie relativ kurz sind. Dadurch, dass das hier vorne eben einfach weiter nach vorne geht. Das ist so der Gedanke. Das ist auch das, wie das in dem Buch Sneaker-Sockenstricken beschrieben ist. Ich werde euch das Buch unten verlinken, falls ihr da Interesse habt, euch das mal anzugucken oder euch zu kaufen. Genau, also ich fand, das hat gut geklappt. Ich finde, das sieht schon sehr überzeugend aus. Jetzt muss ich eben noch ein Stück stricken, bis ich dann auf die Länge komme. Ich werde dann wieder blaue Spitzen machen und dann habe ich, glaube ich, auch noch ziemlich viel von dem Knäuel übrig. Mal gucken, was ich dann noch Schönes draus mache, außer einem Quadrat in meiner Decke. Super Überleitung, ich zeige euch die Decke. Ich habe ja meine Memories Blanket, meine zweite, wo ich aus jedem Projekt, das ich mit Sockenwolle fertig mache, ein Quadrat in die Decke stricken will.
Da habe ich in der vergangenen Woche nur ein Quadrat geschafft. Das ist diese wunderschöne Farbe aus der, war das Jazz-Serie? Bin gerade nicht ganz sicher, aber ihr könnt ja unten bei den Links auf die Ravelry-Seite gehen, da habe ich das verlinkt. Und da hatte ich auf jeden Fall Socken gestrickt, wo ich mit weiß und diesem blauen Muster reingestrickt habe. Aber ein weißes Quadrat werde ich jetzt erstmal nicht reinstricken, weil ich schon ein weißes drin habe. Von dem Haramaki, was ich aus diesen beiden Farben gestrickt habe. Und ich bin zwar prinzipiell bereit, Farben zu wiederholen, wenn ich ein weiteres Projekt damit gestrickt habe, aber bei den einfarbigen werde ich das nicht immer machen, sondern nur so, wie ich auch wieder Lust und Laune habe. Das ist meine Memory Blanket. Dann habe ich an meiner Känguru-Hose weiter gestrickt. Da bin ich ja beim Rückteil und habe jetzt soweit fertig, soweit gestrickt, dass ich den Teil mit den Zunahmen fertig habe. Ich vermute mal, das ist außen. Und ich habe jetzt die Maschen geteilt und habe das erste Hosenbein angefangen. Nicht sehr viel, aber schon mal ein bisschen. Und der Vorteil ist jetzt, dass ich eben nicht mehr aufpassen muss, wann und wo die Zunahmen kommen, sondern einfach ein ganzes Stück jetzt gerade ausstricken kann, bevor ich dann darauf achten muss, dass es nicht länger wird als bei dem Vorderteil. Und dann ist das auch wieder ein ganz schönes Nebenbei-Projekt. Ich muss dann immer nur gucken, dass ich es dann auch wirklich dabei habe, wenn ich in einer Situation bin, wo ich gerne was nebenbei stricken möchte. Das ist natürlich auch nicht immer so einfach zu jonglieren, wenn man so viele Projekte gleichzeitig hat. Manchmal habe ich dann Lust auf ein Projekt und es ist nicht da, wo ich bin. Und naja, aber das ist mein logistisches Problem, weil ich so viele Sachen gleichzeitig habe. Aber dadurch habe ich eben auch die Möglichkeit, nach Lust und Laune zu stricken und bin nicht gezwungen, jetzt das eine fertig zu machen, auch wenn ich gerade überhaupt gar keine Lust dazu habe. Und ich glaube auch, dass dieser Lustfaktor oder so, dass das dazu führt, dass ich so viel schaffe und dass ich immer wieder Spaß habe am Stricken, weil ich eben abwechseln kann. Ich kann abwechseln, je nachdem, wonach mir ist. Aber ich kann auch abwechseln, wenn ich zum Beispiel merke, meine Finger verkrampfen sich, weil ich jetzt so lange mit der kurzen Rundnadel gestrickt habe. Dann nehme ich wieder was, was ich auf einer runden Stricknadel stricke. Oder ich merke, ich habe jetzt ganz viel nur mit dünner Wolle gestrickt. Dann nehme ich zum Beispiel die Känguru-Hose und habe wieder mal Sechsernadeln in der Hand, die sich ja doch ganz anders anfühlen und auch die Muskeln anders beanspruchen und dadurch auch wieder mir das möglich machen, dann weiter zu stricken. Genau, so viel dazu. Dann habe ich an meinem Tuch aus dieser wunderschönen Wolldackelfarbe weiter gestrickt. Da hatte ich ja dieses Krausteil fertig gestrickt und jetzt wird eine quer angestrickte Spitze gestrickt. Und da hatte ich letztes Mal den ersten Mustersatz fertig und ich habe jetzt in der letzten Woche noch anderthalb Mustersätze dran gestrickt. Das Muster ist relativ aufwendig, sage ich mal. Ist jetzt also nicht schwierig zu stricken, aber man muss ein bisschen aufpassen, weil sich doch immer was tut. Es tut sich auch in den Rückreihen ein bisschen was. Diese Löcher werden in der Hin- und Rückreihe gestrickt. Und das ist dann so ein Muster, also das kann ich definitiv nicht auswendig. Und ich achte auch bei solchen Mustern wirklich drauf, dass ich entweder nach einem ganzen oder bei diesem geht es auch ganz gut nach einem halben Mustersatz aufhöre zu stricken, damit ich genau weiß, wo ich bin. Dadurch, dass man eben ständig Löcher hat, klar, kann man natürlich trotzdem hingehen und zählen, wie viele Löcher habe ich jetzt gerade, was habe ich als letztes gestrickt. Dann kriege ich schon auch raus, wo ich bin. Aber ich weiß, ich mache mir selber das Leben leichter, wenn ich entweder am Ende des Mustersatzes oder genau nach der Hälfte aufhöre. Bei diesem Mustersatz kann man die Hälfte ganz gut daran erkennen, dass man dann die geringste Maschenzahl hat. Das heißt, man hat hier immer Abnahmen gearbeitet. Und wenn die Abnahmen dann aufhören und es wieder mehr wird, das ist dann die zweite Hälfte von dem Mustersatz. Und wenn es dann, also hier gibt es dann sozusagen wieder von den Zunahmen zu den Abnahmen. Aber das merkt man natürlich auch daran, dass man in der Anleitung dann wieder nach unten rutschen muss und wieder hochliest. Ja, also Wolldackel. Ah, das ist ein Design von Romy, von Rosemary Hill. Und es gibt auf Ravelry auch eine Gruppe für ihre Designs. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das schaffe, zu der Gruppe zu verlinken. Ich muss mal gucken, wenn ich dran denke, mache ich das. Ansonsten klickt euch einfach zu der Anleitung durch und zu der Designerin, dann kommt ihr auch auf die Gruppe. Sie hat nämlich einen Knit-Along ausgerufen, der nennt sich Flatten the Curve. Und das heißt, macht die Kurve niedriger. Und da geht es eben um diese Kurve der Ansteckung jetzt mit dem Coronavirus, dass wir ja alle angehalten sind, möglichst viel zu Hause zu bleiben,
möglichst wenig Menschen zu treffen, um dem Virus eben möglichst wenig Möglichkeit zu geben, von einem zum anderen überzugehen. Und sie hat gesagt, wenn wir dann schon nicht die Möglichkeit haben, uns mit anderen Strickern zu treffen und uns gemeinsam zu stricken, dann können wir ja virtuell miteinander stricken. Und sie hat dann gesagt, sie ruft diesen Knit-Along aus und man kann irgendeine Anleitung von ihr stricken und dann mitmachen. Man kann jede Woche ein Bild einstellen und seinen Fortschritt zeigen und dann wird sie auch ein paar Preise verschenken. Und da ich ja mit ihrer Anleitung jetzt sowieso schon am Gange war und Projekte in Arbeit sind erlaubt, also man muss jetzt nicht neu zu dem Knit-Along anfangen. Und dann habe ich mich jetzt damit auch zu diesem Knit-Along angemeldet und stricke jetzt da auch mit und kann dann da meinen Fortschritt zeigen und kann gucken, was die anderen Schönes stricken. Und dann kann man immer schön planen, oh, die Anleitung will ich auch unbedingt stricken oder ah, die Anleitung habe ich mir vor Jahren auch schon gekauft, muss ich auch mal machen. Genau, also guckt euch da gerne, klickt euch da durch, guckt das da gerne rein und vielleicht macht ja von euch auch einer mit. So, dann könnten wir theoretisch gerade bei dem Thema Knit-Along weitermachen. Da haben wir ja den Raglano, der in meiner Gruppe und mit meinen Videos hier als Knit-Along gestrickt wird. Raglano, kostenlose Anleitung auf Ravelry von Nicolor für einen Raglan-Pulli von oben runter. Ich stricke diese wunderschöne Farbe aus der Regenwald-Serie von Opal und ich habe an den Ärmeln hier so ein Struktur- und Lochmuster reingestrickt, was so ein kleines bisschen wellig aussieht, was ich zu diesem Blau sehr schön fand. Beide Ärmel waren fertig und ich habe jetzt das Muster auch an Vorder- und Rückteil angefangen. Also wie geplant habe ich zweimal diese Hüftzunahmen in dem glatten Teil noch gestrickt und dann habe ich tatsächlich bei der ersten Reihe des Musters immer 2 von 6 Abnahmen weggelassen, habe die Löcher ganz normal gestrickt und bin dann tatsächlich genau auf die Maschenzahl gekommen, die ich wollte. Da war ich ganz glücklich, dass das geklappt hat. Und jetzt stricke ich dieses Muster. Ich bin bei der dritten Musterwiederholung. Ich war am Überlegen gewesen, ob ich nach diesen 3 Musterwiederholungen auf eine größere Nadel gehe, um sicherzugehen, dass es über meine Hüfte drüber passt. Ich will den Pulli nämlich ein bisschen länger stricken, so bis, keine Ahnung, Drittel Oberschenkel oder halben Oberschenkel. Mal gucken, muss ich mal gucken, wie es fällt. Und ich habe das heute anprobiert und das ist aber von sich aus tatsächlich schon schön weit, sodass ich jetzt noch ein bisschen weiter mit der gleichen Nadel stricken werde. Und im Moment überlege ich, dass ich vielleicht nach 5 Musterwiederholungen auf eine größere Nadel wechsle und dann vielleicht noch 3 Musterwiederholungen mache oder so. Das muss ich gucken. Da werde ich dann also anprobieren und gucken, wie es aussieht. Und ich kann das im Moment noch nicht so richtig einschätzen, wie viel da an Länge dazukommt, wenn ich den Pulli wasche und spanne. Weil ich will den zwar jetzt nicht total in die Länge und Breite ziehen, aber das Muster, denke ich, wird schon schöner rauskommen, wenn man das ein bisschen öffnet. Und ich will auch versuchen, das dann so zu spannen, dass diese Bögen so ein bisschen mehr rauskommen. Also bei den Ärmeln sieht man das nicht so stark. Das kann daran liegen, dass ich das Bündchen ein bisschen länger gestrickt habe, damit der Ärmel nicht so kurz wird. Es kann aber auch einfach daran liegen, dass es nicht genug Muster sind. Und es deshalb so kommt auch vielleicht nach dem Waschen dann vielleicht ein bisschen raus. Also beim Ärmel sind es nur 3 solche Zipfel, die da kommen können, weil mehr Musterwiederholungen habe ich nicht. Das wäre natürlich unten am Vorderrückteil ein bisschen anders. Mal schauen. Also da werde ich jetzt fröhlich weiter stricken und mal gucken, was sich tut. Aber da ich ja jetzt keine Zu- und Abnahmen mehr habe, denke ich, wird das relativ gut laufen und ich muss es dann nur entsprechend immer dabei haben. So, noch ein Knit-Along. Ich stricke ja auch bei dem Michtofuder Knit-Along mit von Momas Wollwelt. Und da stricken wir diese japanische Anleitung, Hitofude. Das ist eine Jacke, die man mit einem Faden stricken kann. Und man muss nie den Faden abschneiden, man muss nichts nähen. Man fängt an, hört auf und hat 2 Fäden zu vernähen, wenn das Knäuel groß genug ist. Meins ist groß genug, das ist eine Lace-Meise, ein Lace-Knäuel von Wollmeise, das sind 300 Gramm. Und ich habe jetzt von dem ersten Rechteck, was man strickt, 11 Musterwiederholungen fertig. Laut Anleitung muss ich, glaube ich, 12 machen. Und ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht noch ein paar mehr stricke, damit es locker genug sitzt. Aber da muss ich noch mal ein bisschen messen und probieren. Auf jeden Fall muss das Ganze so hoch sein, dass es um meinen Oberarm passt. Und passen wird es, glaube ich, mit 12 Wiederholungen auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob es dann sehr eng passt und ob ich es nicht ein bisschen lockerer will. Da bin ich noch am Überlegen. Aber ich habe
ein bisschen was geschafft und ich werde da einfach auch immer wieder so ein bisschen vor mich hin häkeln. Das ist so ein Projekt, was ich eben nicht so gerne hin und her schleppe, weil es ja doch ein Riesenknäuel ist. Also das stricke ich schwerpunktmäßig hier. Ist natürlich auch die Frage, wie oft ich in Zukunft jetzt hier sein werde. Das ist ja auch so eine Corona, bei der Corona-Sache so eine Geschichte. Sollte die Anweisung kommen, dass alle nicht essentiellen Läden geschlossen werden sollen, dann würde ich natürlich meinen Laden auch schließen. Dann würde ich natürlich auch gucken, dass ich möglichst viele Projekte mit nach Hause nehme. Solange das jetzt noch offen gestellt ist, denke ich, werde ich hier noch den Laden auflassen. Aber ich werde den Stricktreff absagen, weil ich denke, es ist nicht verantwortlich in der momentanen Situation, dass man sich in Gruppen trifft, wenn es nicht absolut sein muss. Und so schön der Stricktreff auch ist und so viel Spaß er auch macht, er ist leider doch nicht wirklich notwendig. Und ja, aber im Moment überschlagen sich ja auch die Ereignisse und die Faktenlage ändert sich ständig. Von daher will ich da jetzt auch keine zu festen Aussagen machen, sondern ich gucke auch so ein bisschen, wie es läuft und werde dann entsprechend mich anpassen. Ja, dann habe ich noch Häkelprojekte. Ich habe nämlich die nächste Ausgabe von Simply Crochet erhalten und kann jetzt das nächste Teil häkeln. In dem Heft Simply Crochet wird der Carnaby Crochet Along, bekommt man da die Anleitung und kann so ganz bunt entweder einen Pullover oder eine Decke häkeln. Und jeden Monat kommt im Heft ein Teil der Anleitung. Und wenn man alle Teile hat, dann kommt im letzten Heft dann die Anweisung, wie man die Teile verbindet, um dann entweder eine Decke oder einen Pullover zu kriegen. Und das ist jetzt das neueste Teil. Und es ist noch nicht fertig, falls ihr euch wundert. Das wird auch wieder ein Quadrat und zwar so schräg. Das heißt, diese Ecke fehlt noch und diese Ecke fehlt noch. Das zeige ich euch dann nächste Woche, wie das aussieht. Da kommen dann noch die zwei anderen Farben, die fehlen. Blau und Orange, genau. Und ja, also da habe ich mich gefreut, dass es wieder ein bisschen weiter ging. Gleichzeitig habe ich mir überlegt, weil das ja so lange dauert und das ja ein Pullover ist, den man innerhalb von 10 Monaten häkelt, könnte man eigentlich auch gleich 2 machen. Und eine Kundin von mir häkelt den Pullover jetzt aus Baumwolle und die Idee hat mir super gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, ich mache mit. Und anstatt dann bei dem ersten Teil anzufangen, habe ich mir gedacht, da ich das jetzt gerade angefangen hatte zu häkeln und die Anleitung offen hatte und der Anfang so einfach ist, habe ich das jetzt einfach mal auch aus Baumwolle gehäkelt. Das ist aus der Catania gehäkelt und ich habe hier die Vierernadel genommen, die auch in der Anleitung angegeben ist. Ich hatte ja bei diesem Pullover, das ist die 6-fache Sockenwolle von Opal in allen Neonfarben, die es gibt, plus ein bisschen Blau, was ich zugesteuert habe. Das ist keine Sockenwolle, aber passt in der Stärke. Und da hatte ich extra eine 3,5er Nadel genommen, weil in der Anleitung steht, dass das Teil sehr groß wird. Das sollte, glaube ich, 60 cm groß werden, das Vorder- oder Rückteil. Und das war mir zu groß. Und deshalb dachte ich, ich nehme eine kleinere Nadel. Aber damit ist es jetzt deutlich, deutlich kleiner. Es sind noch nicht mal 50 cm in der Breite, wenn das Teil dann fertig ist. Und das ist mir fast schon wieder zu eng. Und deshalb habe ich jetzt hier die Vierernadel genommen und es wird tatsächlich auch größer als das Stück aus Sockenwolle. Und also wenn ich das jetzt so vergleiche, wenn die hier aufeinander liegen, die beiden Teile, sieht man hier, dass das Weiß-Blaue größer ist. Genau. Und aber ich denke, das ist ganz gut, dann habe ich eins, was lockerer fällt und eins, was entweder enger sitzt oder ich vergrößere das noch. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt hatte, ich bin ja auch am Überlegen, ob ich eine Jacke draus mache. Da der Pullover vorne und hinten senkrecht in der Mitte eine Naht hat, könnte man die einfach weglassen, könnte da eventuell noch eine kleine Knopfleiste dran häkeln oder so. Ja, und im Moment bin ich am Überlegen, ob ich aus der Wolle eine Jacke mache und aus der Baumwolle ein Pullover, der dann so ein bisschen lockerer fällt, weil die Teile ja größer werden. Ja, aber es dauert ja noch 7 Monate, bis alle Hefte da sind. Und da habe ich noch viel Zeit, mir das zu überlegen. Da kann ich erst auch noch ein bisschen gucken, wie werden die anderen Teile, wie fällt die Größe insgesamt aus. Und habe noch viel Zeit, mich dafür zu entscheiden. Für den Baumwollpullover habe ich mir also weiß und dunkelblau ausgesucht und verschiedene Türkis- und Lila-Töne. Ich werde
versuchen, mindestens dieses Teil bis nächste Woche fertig zu häkeln. Vielleicht schaffe ich auch die anderen Teile, wobei ich mich ja nicht hetzen muss, weil das ja so lange dauert, bis die anderen Teile rauskommen. Aber wenn ich zumindest das eine Teil fertig habe, dann könnt ihr alle Farben sehen, weil ich mir relativ sicher bin, dass in dem Teil auch wieder alle Farben drin vorkommen. Ja, das sind meine beiden Häkelpullis, ein alter, ein neuer. Was haben wir noch? Wir haben noch den Teststrick von gestern und von letzter Woche und noch eine Jacke. Also, ich habe letzte Woche angefangen, diesen Teststrick zu stricken, der ganz toll zu meinem Pullover passt. Ich freue mich schon drauf, wenn ich den Pullover und den Loop zusammentragen kann. Und ich habe jetzt weiter gestrickt. Ich habe die erste Musterwiederholung fertig gekriegt und bin jetzt bei der zweiten Musterwiederholung. Und nach zwei Musterwiederholungen verändert sich's dann und gibt dann oben ein anderes Muster. Im Moment ist das noch hier total dreidimensional mit diesem Muster, was so rauskommt, weil diese ganz starke Zunahme dann relativ bald wieder in eine Abnahme übergeht und dann entstehen hier so diese Bläschen. Die finde ich ganz hübsch. Ich bin mal gespannt, wie das nach dem Waschen aussieht. Ich bin im Moment der Meinung, dass ich das nicht versuche, ganz platt zu spannen. Also man kann das, wenn man so ein bisschen drückt, man kann das so ein bisschen abflachen. Dann sieht es ein bisschen ordentlicher aus, aber ich finde auch fast ein bisschen langweiliger. Und von daher bin ich am Überlegen, ob ich das versuche, so ein bisschen dreidimensional zu lassen. Hat dann auch den Vorteil, dass eben durch die Luft, die da eingeschlossen ist, das vielleicht ein bisschen noch mehr wärmt. Und aber dafür muss ich es erstmal fertig stricken. Das ist die Rückseite. Die sieht auch ganz toll aus. Und es macht viel Spaß zu stricken. Das Muster ist viel einfacher, als es auf den ersten Blick aussieht. Wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, strickt sich das recht gut runter. Und da werde ich jetzt einfach, das ist auf jeden Fall was ich auch mit Priorität weiter stricke, um eben rechtzeitig fertig zu sein für die Zeitspanne, die man für den Test bekommen hat. Und da freue ich mich auch drauf. Es macht viel Spaß. Ach so, ganz kurz, ich habe das Bunte ist ein Strang von Opal gewesen, den wir im Abo im Weihnachtspaket im Winter, im Dezember-Paket geschenkt bekommen hatten. Und die rote Wolle ist eine Opalwolle mit Seide. Das heißt, das ist eine Mischung aus Wolle, Seide und Polyamid. Genau. Sehr, sehr schön. Macht ganz viel Spaß. Und das letzte Projekt, was ich euch heute zeige, das ist eigentlich was Altes und gleichzeitig was Neues. Und zwar ist das meine Kapuzenjacke. Wer meine Videos schon länger guckt, wird sich erinnern, dass ich so eine orange-bunte Jacke aus Opalwolle sechsfach gestrickt habe. Die wurde von oben runter gestrickt aus dem Buch Eine runde Sache. Die Jacke fing an der Kapuze an, aber die Kapuze hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich die Jacke erstmal komplett fertig gestrickt, inklusive Taschen und allem. Und jetzt habe ich vor der Kamera die Kapuze abgeschnitten, die Maschen aufgefangen und jetzt kann ich mir eine neue Kapuze stricken. Theoretisch könnte ich jetzt auch einfach ein Bündchen stricken und die Jacke als fertig definieren, aber das will ich nicht. Ich möchte eine Kapuze haben. Ich möchte nur einfach eine andere Kapuze haben. Also, das ist also wieder die altbekannte Kapuzenjacke. Und jetzt wird sie hoffentlich bald ganz fertig sein. Und dann werde ich auch die Druckknöpfe annähen und hoffe, dass ich das dann ganz bald als fertiges Projekt euch zeigen kann. So, damit habe ich euch alles gezeigt, was ich in der letzten Woche gestrickt und gehäkelt habe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken und Häkeln zu Hause. Bleibt so viel zu Hause, wie ihr könnt. Bleibt gesund und ich würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss!